Wunderschönen Tag, liebe Leute, und willkommen zum weiteren Part von Super Mario Maker 2. Nach langer Zeit mal wieder mit dabei heute, Lea. Hallo. Ja, wir starten ganz normal wieder mit normal, damit wir in das Spiel überhaupt wieder reinkommen. Ich weiß gar nicht, wie lang es bei mir her ist. Wahrscheinlich zu lange. Aber ich werde bald die 100 haben, das freut mich schon. Die 100 Folgen? Ja, in Mario Maker. Wird das zweite Projekt sein. Ich dachte, eigentlich könnte ich schon längst das zweite Projekt haben. Aber ja, ich bin mit Animal Crossing dann irgendwann komplett abgeschmiert und dann war's das. Lange Geschichte. Sehr lange Geschichte. Und das sieht schon mal relativ cool aus. Boah, das fühlt sich irgendwie so komisch an. Ich habe in letzter Zeit ein paar mehr Ja, gut, vergiss den Pilz einfach. Ich habe in letzter Zeit ein paar ältere... Was? Ein paar ältere Mario-Teile gespielt. Weißt du, wie sich da die Steuerung teilweise schwammig anfühlt? Und jetzt hier wieder... Und jetzt das hier wieder. Ja, gönn dir mal einen Yoshi, die Mounties sind die weg. Aber das macht schon mal gute Laune, der Yoshi. Warte, von... Ich hab noch nie einen Yoshi geritten. Pass auf, da von oben kommen... Okay, Röhren, die obvious sind, so wie die jetzt, aufpassen, so wie hier auch wieder. Es war klar, es war klar, es war klar. Es war so klar. Yoshi verloren. Alles gut. Und mein Leben. Ey, ist der asozial. Warum musst du denn nur Grüne machen? Da kannst du nicht mal ein System haben. Alter, hilf mir schnell. Flitz da durch. Ich glaube nicht, dass das... Weil der überall der grüne Röhren macht, haben die das gleiche Schema. Also gleich jetzt... Dazu sage ich nichts. Nee, jetzt bin ich... Bist du gestorben? Ja, jetzt bin ich wieder am Start. Auch gespawnt. Oh Gott. Lebst du noch? Ich war kurz vor einem Ding. Nein, ich bin falsch gespawnt. Alter, bin ich dämlich. Das war auf mich bezogen, okay? Ja, ich bin ja nicht dämlich. Ich bin ja gut in dem Game, deswegen... Voll. Wenn du wüsstest, wie ich mich hier gerade umgebracht habe, dann stimmt das auf alle Fälle. Ich hab selbst schon Level gebaut mit diesen Röhren von oben, wo da Sachen rauskommen, aber das ist... So asozial war ich nie. Okay, du kannst einfach durchrushen und dann kommen die gar nicht raus rechtzeitig. Es ist gut. Also einfach durchlaufen, Vollgas. Wie sprinte ich nochmal? Y gedrückt. Die linke Taste. Okay. Gut, ich habe den Checkpoint. Ich auch. Komplett legit, nicht wahr? Alter, das ist gerade ein normales Level. Eigentlich tue ich mir da gerade keinen Gefallen damit. Oh ne, jetzt... Mann, stimmt, der Schraubenschlüssel, der hat mich vorher auch verwirrt, wo ich... Wo ich vorher beim ersten Teil, da ist auf einmal ein Schraubenschlüssel gekommen von links. Oh ne, da brauchst du den Yoshi um die Zedermünze. Ja gut, okay. Ne, warte. Oh mein Gott. Habe ich nicht getan. Was denn? Oh. Ja, gestorben. Noob. Ich wäre niemals gestorben. Nee, never ever. Oh. Ja gut, an der Stelle wäre ich auch niemals gestorben. Das gebe ich mal zu. Das ist ein Einmal-Ein-Loch. Okay, hier der Yoshi, das heißt, ich kann jetzt da drüber laufen, der gefällt mir schon besser. Ich finde das so lustig, wenn Yoshi auf seinen Bauch rutscht. Wie diese Pinguine. Ey, diese Opfer, Alter. Nein, mein Yoshi ist schon wieder weg. Oh. Ich habe mal die Gegner beseitigt. Oh oh. Ah, BC. Scheiße. Hier ist das Ziel. Ja? Gott sei Dank, ja, es ist eigentlich ein so kurzes Level, aber ich weiß echt nicht, was ich hier wieder veranstaltet habe. Ich war einfach nur dämlich die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Ich habe mich ja zurückgehalten, damit du dich nicht so schlecht fühlst, deswegen... Ich danke dafür, wirklich. Ich danke für dieses Mitleid. Alter, leck mich, wir machen nochmal normal. Ich trau mir gerade nichts Höheres zu, ehrlich gesagt. Vor allem, ich hatte vor, weißt du, demnächst Super Mario The Lost Levels vielleicht als Projekt zu starten. Warum nicht Mario Odyssey? Lange Geschichte. Okay. Nee, The Lost Levels ist halt so eine Geschichte. Ich glaube, du hast von dem schon gehört. Das ist dieses Mario-Spiel, was kompletter Abfuck ist und das schwierigste Mario-Spiel all time ist. Und ich glaube, wir haben gefailt. Ja, wir haben eindeutig gefailt.
Das ist ein fucking Kugel-Willi-Jump. Du musst neu starten. Warte. Du musst schnell genug sein, um in die scheiß Tür reinzukommen. Was? Das ist ein schlechter Witz, oder? Oh, Markus. Das geht nicht. Das geht nie und nimmer. So schnell ist keiner. Warte kurz mal. Können wir vielleicht... Nee, es bringt auch nichts. Warte, ich will kurz was probieren, aber ich glaube nicht, dass ich das... Nee. Ich hätt irgendwie probiert, dass ich dich vielleicht links oben hin boxieren kann. Aber es bringt... Mhm. Und das würde ich halt mit Teamjump darüber bringen. Aber nee, komm, vergiss es. Das kriege ich nicht hin. Oh Mann, so schnell ist keiner. Ich muss jetzt natürlich an Kinos... Also ich bin ein Kinos-Ersatz gerade und jetzt muss ich natürlich würdig werden und zwar... Ja, okay, Leute, das war's dann jetzt, oder? Weil wir haben ja jetzt 2 Level gespielt. Ja, sicher. Du machst ja nur so kurze Folgen. In der Regel braucht man auch nur, ja, kurze Folgen, 10 bis 15 Minuten in der Regel. Weißt du? Das sagst du auch jedes Mal als Kino, ich lieb's. Ja, was? Kino sagt immer so nach 5 Minuten, okay Leute, das war's dann jetzt. Du machst ja nur kurze Folgen, dann sagst du so, ja, so 10 Minuten so. Ja, es gab auch schon längere. Denk an das Österreicher Level von uns. Da haben wir eine halbe Stunde gebraucht. Ja, das stimmt. Weißt du, wenn die Motivation da ist, dann... Chatten, Lilly. Ich habe gerade kurzzeitig Lilith gelesen, aber ich hab mich gerade erschrocken. Oh nee, ja, du darfst vor, viel Spaß. Irgendwas sagt mir, dass das ein Kacklevel ist. Ist ja von der Deutschen. Was? Zweifach? Nee, alle Koopalinge oder was? Das ist ein schlechter Scherz. Ja, was soll ich... Ausweichen. Aber wir können doch auch zum Dingens rennen, oder nicht? Können schon... Ich bin tot. Können schon, ja. Achso, du meinst, dass wir einfach nur ausweichen müssen? Wir können einfach rein, durchrennen. Warte, ich klatsche den einen Kerl jetzt mal. Nee, der kommt jetzt zu mir. Der kommt zu mir, der will... Mann, ich hasse Ludwig! Okay, ich glaub dir schon. Ich glaub's dir ja schon. Ich hasse Ludwig wie die Pest, der mit seiner scheiß Dreifachflamme. Der kommt... Stimmt, der kommt ja auch noch auf mich zu. Bei meinem aktuellen LP. Von Wii. Ey, du warst aber auch ziemlich inaktiv auf YouTube, hör mal. Ja. Der kommt aber auch noch auf mich zu. Oh Gott, ja, das wird eine Freude werden. Gut, einmal riskieren wir es, hätte ich gesagt. Auf geht's. Schaut jetzt bei seinem Super Mario Wii Let's Play vorbei, Leute. Zum Reloaded. Falls ihr es noch nicht getan habt. Zum Reloaded, genau. Nicht zu vergessen. 2016 geschrien ohne Ende, 2021 hoffentlich nicht mehr. Ein Spiel jetzt schwer. Ja, einmal. Puzzle Palace. Sverige, das freut mich. Schweden. Mhm. Ja, jetzt habe ich. Mein Gefühl sagt mir auch gerade, dass das ein Kacklevel wird. Oh, scheiße. Warte mal, musst du da. Ach so, okay. Es heißt ja Parcel. Was war denn das jetzt gerade? Ich weiß nicht, ich bin einfach nach vorne gelaufen. Ach so, okay, den da oben darfst du doch. Doch, oder? Ach so, verstehe schon. Warte. Du musst kurz da weg. Wir müssen den da irgendwie. Warte. Ne, hä? Also ich könnte mich erinnern, dass das geht, dass der irgendwie vielleicht mit dem Trampolin dann rüber gepusht wird, aber scheinbar geht das doch nicht. Okay, ich habe mich getäuscht. Egal. Dann machen wir das mal. So. Ah! Hast du gerade eine... Ach, okay, jetzt hast du eine Ketten... Jetzt haben wir eine Kettenreaktion ausgelöst. Und jetzt müsste normalerweise... Ach so, jetzt check ich's. Warte. Ja. Und jetzt kommt der... Töten! Ja, okay. Hey, voll cool. Ja, es war so ein leichtes Rätsel-Level. Ah, hier brauchst du das Trampolin. Gut, dass ich es mitgenommen habe. Ja, du kannst die Türe natürlich gerne wieder zuknallen, das ist kein Problem. Hä? Ach so, oh Gott. ZR. Dann kommst du da schön hin. Du musst doch hingehen, sonst kommt der nicht rum. ZR.
Hab ich. Echt? Das ist die hintere Taste. Okay, die vordere geht aber auch, oder? Ja. Oh Gott. So, okay, hier brauchen wir Feuer. Da oben kriegt man so eine Shell. Ich glaube, das war richtig. Ich folge dem Weg einfach mal. Hä? Ja, warte kurz mal. Ich war gerade dumm ein bisschen. Hat man vielleicht gesehen. Als ob du das schaffst. Ja, klar, natürlich. Ich schaff's nicht, aber du schaffst es. Ein Yoshi kommt. Warte, ein roter? Nee, ein grüner. Okay, warte. Ah, so. Warte mal, stirbt der dann nicht? Ach so, der geht wieder zurück, oder wie? Ah, okay, gut, verstehe schon. Gut, das heißt, irgendwas müsstest du jetzt... Ach, kann ich die schlucken, die Bombe, oder? Nee. Warte mal, hä? Irgendwas check ich da gerade nicht. Also ich brauche irgendwas... Ach so, oh Gott, bin ich dämlich. Ich kann ja hier einen Feuerball wahrscheinlich schlucken, oder? Ja, so geht das. Und dann kann ich die Bombe dann zünden. Okay, wusste... Aha. Ja, wusste gar nicht, dass es geht. Ja, so geht das. Jetzt habe ich es gecheckt. So, vom Yoshi wieder abspringen. Ich wollte schon sagen, bitte nicht in der Nähe der Bombe stehen. Das kann wehtun. Das kann bleibende Schäden verursachen. Boss. Let's go. Da steht jetzt Boss. Hä? Geh mal weg von dem Teil. Was löst das aus? Offensichtlich nichts. Ja gut, dann gehe ich mal hier lang. Ich schnall das Level gerade nicht. Vielleicht müssen wir die Trampoline, da... Trampoline. Ja, die Trampoline, ja. Die musste reinboxieren und dann klettern die hoch... Dann springen die da durch und dann explodiert das. Okay, jetzt check ich's. Ja, einmal. Mhm. Du musst übrigens, also wenn du das Trampolin ablegen willst, dann geht das folgendermaßen. Du musst einfach den Stick nach unten, also ducken und dann loslassen. Ja, okay. Also hier so stehen bleiben und dann los. Ah, fuck. Ach, leck mich doch. Man merkt, von wem ich lerne, oder? Ja. Deswegen bin ich so kacke. Das hast du schon beim ersten Mal gesagt und das war schon damals nicht lustig. Ja, gut, schießen, ducken musst du immer, dann kannst du es so. Schon wieder! Ein bisschen weiter zurück. So, jetzt, ja, okay, ja. Perfekt. Und jetzt müsste die durchgehen. Oder? Hä? Mach das kurz mal mit Schutzzeit und klatsch die. Also, spring jetzt durch und spring kurz mal genau. Bei allen. Da ist eh egal, dann kannst du dich eigentlich töten. Aber nur, dass die Bomben danach kommen, genau, das ist es. Ich war gerade ein bisschen... Easy. Ja, sonst wird es diese Reset-Türe da geben, genau. Und jetzt sprengt er das da auf. Ja. Jetzt hat es gerade geleckt. Hä, und wie geht's? Oh, ich dachte gerade irgendwie Zeit vorbei oder so. Nee. Wir haben noch ein bisschen. So, aber wie geht's jetzt weiter? Ach so, da geht's weiter hoch. Das sehe ich erst jetzt. Ah! Oder? Warte, fuck, das war fail. Doch, das war richtig. Ach, stimmt, der klatscht. Warte, der klatscht den jetzt und. Ah! Ja, und jetzt ist er gestorben. Jetzt kriegst du den Schlüssel. Perfekt. Und hier kommt jetzt der Bosskampf. Schnell, ich will den ganzen Scheiß nicht nochmal machen. Wow. Ich hol mal kurz. Ein Trampolin. Ja, ich hol schon eins. Geht sich das wirklich mit einem aus? Ja, sollte. Ja, tut's. Und hier ist. Hä? Ach so. Ja, muss da rein. Der Weg ist noch ein bisschen versperrt. Jetzt check ich's erst. Nein, es geht echt noch weiter. Willst du mich verarschen? Okay, schnell. Wir haben 120 Sekunden. ja. Das kann ich nicht aktivieren. Hier ist ein Powerblock. Das ist das erste, was wir aktivieren können.
Das schon mal nicht. Doch, das war richtig. P-Switch. Ja, das war richtig. P-Switch. Ah, okay, jetzt werden hier die Dinge. Achso, okay, jetzt das. Ich gehe schon mal weg, bevor es Bumm macht, ja. Ah, okay, und jetzt. So. Und das löst jetzt wieder irgendwas aus. Achso, jetzt haben wir den Powerblock hier. Und mit dem können wir den Kerl klatschen. Okay. Ey, einfach Götter sind wir. Und ich hoffe, wenn das Feuerwerk kommt, ist jetzt hier hoffentlich das Ziel. Ja, hier ist es. Gott, du gehst wieder zurück. Ja, okay, kannst du auch machen, kein Problem. Okay, jetzt habe ich es verstanden, wie es geht. Ach du Kacke, boah. Das hat jetzt mein Gehirn wirklich ein bisschen mitgenommen. Voll das coole Level. Ja, Schwede halt. Ganz klar, muss ein cooles Level sein. Ja, und übrigens an der Stelle, das zum Thema so kurze Folgen. Bei sowas kommt natürlich ein bisschen was Längeres drumherum. Na passt, dann was ist mit der heutigen Folge. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.